Hallo liebe Seher von CryptoTV. Handelsüblicherweise begrüße ich ja auch das armselige Österreich. Das tue ich heute, den 13. Oktober, einem Freitag, also einem Freitag, den 13. nicht. Zum einen, weil sich ja die vielen Herzensmenschen in der Nation immer darüber aufregen, dass diese Formulierung so unpassend und so schlecht ist. Und aufgrund der Ereignisse der letzten Tage habe ich mein Herz geöffnet und denke, es ist einfach mal an der Zeit, Revue passieren zu lassen, einen Blick in die Zukunft zu wagen und vor allem den vielen Menschen in diesem Land zu gratulieren und zu danken für ihr eifriges Tun. Wenn ihr euch jetzt fragt, was ich anspreche, nun, noch beinahe einer vollen Woche hat die österreichische Bundesregierung unter Kanzler Nehammer es jetzt geschafft, aus dem neuen militärischen Krisengebiet, ihr wisst, Gazastreifen, Israel, Terroranschlag und so weiter, die verbliebenen Österreicher heimzuholen. Österreich hat sich damit einmal mehr im Schulterschluss mit den Deutschen als unglaublich vertrottelte Nation dargestellt. Das heißt, das deutsche Außenministerium unter Annalena Baerbock schafft es zwar im Jahr x-tausend Afghanen einzufliegen. An dieser Stelle, wer wissen möchte, um was es geht, sucht euch das selber raus beim Alexander Rauer in seinem Vermittertagebuch. Der Roman wird es nicht verlinken, wir sind nämlich müde, da immer irgendwelche Sachen zu verlinken. Ihr seid als Bürger jetzt langsam selber mal gefordert, was zu tun. Jedenfalls, also das deutsche Außenministerium schafft es, tausende Afghanen, zum Teil fragwürdiger Herkunft mit oder ohne Pass nach Deutschland zu holen, schafft es aber nicht, die bundesdeutschen Bürger aus dem Krisengebiet, sprich aus Israel auszufliegen. Die Österreicher unter Claudia Tanner, unserer tollen Verteidigungsministerin, ihr wisst, das ist die mit den Corona-Schnüffelhunden, hat das bis jetzt auch nicht geschafft. Also Österreich wollte ja da ganz heroisch, nachdem es erstmal abgewartet hat, das österreichische Außenministerium unter Herrn Schallenberg. Ihr wisst, das war der, der dem eigenen Volk mit kräftiger Stimme ungemütliche Weihnachten prophezeit hat, der die Zügel enger spannen wollte, hingegen dann sehr kleinlaut war, als Zelensky, ihr wisst, der andere Militärkonflikt, da quasi der Raiffeisen ihre Tochterfirmen mehr oder weniger enteignet hat, da hat der gute Herr Schallenberg geschwiegen. Ja, jetzt, wo es darum ging, dass Österreicher eventuell in Israel versterben, beziehungsweise, wenn es denn stimmt, sogar schon verstorben sind, da hat man erst mal abgewartet, da hat man die Zügel nicht enger gespannt, da hat man nicht gehandelt. Der Kanzler höchst selbst hat dann ein schweres Geschütz aufgefahren zur eigenen Parteilobhuldigung und hat dann türkis unterlegt gesagt, dass also die Österreicher wären jetzt heimgeholt. Bundeskanzler Karl Nehammer, wer sich den Bericht dazu anschauen möchte, kann das tun beim Thomas Breit. Wir werden ihn auch nicht verlinken. Wie gesagt, wir sind der vielen tollen Taten und Aktionen der Bürger in diesem Land jetzt ein bisschen überdrüssig. Ja, wie gesagt, jetzt haben wir es nach fast einer Woche dann geschafft, doch irgendwie unsere Mitbürger da aus Israel vermeintlich heimzuholen. Der Kanzler hat sich bei 104 PR-Beratern, von denen ich mir immer frage, was die eigentlich hauptberuflich machen, tatsächlich noch Stunden, nachdem unsere Herkules aufgrund technischer Probleme, nein, es ist doch tatsächlich so, dass unser Bundesheer, das zwar hervorragend geeignet ist, Kuchel abzuriegeln oder das ganze Bundesland Tirol abzuriegeln, keinen Flieger in die Luft bekam. Ja, technische Gebrechen, ihr wisst, da ging dann ein bisschen der Rauch auf. Aber wie gesagt, er hat es dann doch, nachdem bekannt war, dass unser Heer Schutz und Hilfe, wo andere nicht mehr können, eben nicht helfen konnte und wir uns einmal mehr in der Welt als Deppenstaat dargestellt haben, der zwar unglaublich viel Steuergeld von seinen Bürgern nimmt, ihnen dafür allerdings relativ wenig Gegenleistung bietet, oh, ja, da hierher zu gehen und zu sagen, er haut dann noch ein Er glaubt an Österreich-Sujet raus mit dem unglaublich passenden Slogan, weil wir uns aufeinander verlassen können. Also Herr Bundeskanzler, ich gratuliere Ihnen herzlich zu Ihren 104 PR-Beratern. Ich gratuliere Ihnen herzlich zu Ihren Untertanen, die mit ihrem Steuergeld relativ knurr- und murrfrei und weiterführend bezahlen und sich da nicht verarscht vorkommen, da keine
Aktionen setzen. Insofern hätte ich gesagt, die Bananenrepublik ist weiterhin am besten Wege. Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei allen Bürgern ganz herzlich bedanken, die bei der letzten Bundespräsidentenwahl, wo wir zumindest in der Theorie die Möglichkeit gehabt hätten, dieser Bundesregierung eventuell einen verfrühten Gnadenstoß zu geben, nicht wählen gegangen sind, beziehungsweise jenen Menschen, die den schweigenden Sascha, der auch jetzt in den Stunden der Not als Bundespräsident, als auch als Oberbefehlshaber jener ramponierten Truppe, die nicht mal ein Flugzeug schicken kann, vorsteht, weiterhin schweigt. Also ich hätte gesagt, in tiefer patriotischer Demut, ich bin stolz auf dieses Land, ich arbeite gern, zahle gerne Steuern und ich danke der österreichischen Bevölkerung, stellvertretend auch den Sehern von CryptoTV, dass wir dieses Land gemeinsam durch Untätigkeit und mangelnden politischen Ungehorsam und Protest weiter auf dem Kurs halten, wo er hingeht. Für Sicherheit ist in den nächsten Tagen gesorgt. In Wien gibt's nämlich, um den Österreicher nach wie vor zu kontrollieren und die wirklich wichtigen Themen in Sicherheit anzugreifen, neue Radarkästen, die schießen dann schon ob einer Tempoüberschreitung nachgewiesenerweise von 3 km/h. Also ihr seht, es geht weiter in die richtige Richtung und ich finde das ganz toll. Ja, der Herr Ludwig, also ihr wisst schon, der da den Sonderweg Wiens generell immer proklamiert hat und erfolgreich umgesetzt hat, der hat jetzt auch die Pro-Palästina-Demonstration, nachdem er die letzte von der Polizei mehr oder weniger gewähren lassen wurde, sie war nicht genehmigt, die Palästinenser in Österreich oder die arabischen stämmigen Bevölkerung in Österreich ist halt nicht so eierlos wie der Österreicher, die gehen dann einfach demonstrieren und ja, die Polizei hat versucht, das zu deeskalieren, das heißt, sie hat nicht wie bei Corona-Maßnahmen-kritischen Demos oder sonst wie Härte gezeigt, sie hat auch mit Sicherheit keinen wegen einem bösen Tattoo, heute ist übrigens Freitag der 13. nochmal für alle Polizisten in Wien, auch für euch, rausgezogen, sondern man hat da einfach mal machen lassen. Und für morgen, also für Samstag, den 14., ist eine weitere Demonstration angekündigt und auch genehmigt worden. Ich erinnere da nochmal, dass unser jetziger Kanzler, ihr wisst schon, der die Kinder günstig beim McDonald's ernährt, hergegangen ist und einst, als er noch Innenminister war, Demos verboten hat, weil ja da quasi Maßnahmen und regierungskritische Menschen auf die Straße gegangen sind. Ludwig macht es jetzt morgen nicht, also wir sind weiter auf Kurs. Ja, und deswegen bin ich jetzt hier eigentlich raus, bevor ich da irgendwo noch öffentlich erbreche. Ich trage schwarz, Hawaii-Hemd, weil ihr wisst, immer noch Klimaerwärmung, wir werden immer noch alle sterben. Und insofern hätte ich einfach gesagt, lustig Hammers. Und ich hoffe, dass inzwischen wirklich alle in Israel befindlichen Österreicher gelandet sind und ich würde mir wünschen, dass vielleicht eine Kurskorrektur der Bevölkerung stattfindet und nein, das ist kein Aufruf zu Gewalt, nein, das ist kein Aufruf irgendwie jetzt da von heute auf morgen etwas vom Zaun zu brechen, aber die Bevölkerung meckert immer ganz gern und die Umfragewerte zeigen das ja auch, dass die Politik so schlecht ist. Ich möchte den österreichischen Bürger, besonders den Seher von CryptoTV, also alle paar hundert, wenn es hochkommt, daran erinnern, die Politik, sprich die Regierung, ist das, was wir wählen und das, was wir, nachdem wir unsere Stimme abgegeben haben, dann für die nächsten Jahre stillschweigend und kuschend mittragen. Und ja, der alte Spruch, dass jedes Volk die Regierung hat, die es verdient, ist hiermit nochmal in Erinnerung gerufen und damit wünsche ich dem glücklichen Österreich ganz viel Erfolg und gratuliere dem armseligen Österreich nochmal zu seinem tollen Kurs der letzten 3,5 Jahre. Und es ist total schön, dass wir, wie gesagt, ein Heer haben, das das eigene Volk abriegeln konnte, wo es nicht geclasht hat an die wackeren Kämpfer aus Tirol,
Und wo man jetzt quasi gesagt hat, naja, man hat ja sparen müssen. Also wir hatten Geld, das wir nach Palästina schicken könnten. Wir hatten Geld für sinnbefreite Tests. Wir hatten Geld und haben immer noch Geld für den Erwerb von Covid-Impfungen etc. bla bla. Aber es hat dann leider Gottes nicht gereicht, dass wir ein Flugzeug haben, obwohl wir kürzlich die Auer gerettet haben. Der Roman wird unseren Beitrag dazu vielleicht verlinken. Dass unser schweigender Sascha pünktlich zur UN kam und wir haben auch kein Flugzeug, das unsere eigene Bevölkerung, die unter einer gewaltigen Steuerlast leidet, nicht erst seit der hohen Teuerung, die diese Regierung zu verantworten hat, aus irgendwelchen Krisensituationen zurückkommen kann. Aber wie gesagt, Frau Claudia Tanner, Sie haben den Corona-Schnüffelhund und Sie haben Kuchl militärisch abgeschirmt, abgeriegelt, genauso wie Tirol. Wie gesagt, ich neige mein Haupt vor dieser ruhmreichen Nation, rot-weiß-rot und dann wahrscheinlich wirtschaftlich, sozial und ja, militärisch eh schon tot. Und damit bin ich jetzt raus und der Roman steigt dann wieder ein, wenn es was Spannendes zu sehen gibt. Wer wissen will, wo der Radarkosten herkommt und das mit der Demo, schaut bei Express TV rein. Wie gesagt, den Rest findet ihr beim Alexander Rauer oder beim Thomas Breit. Sucht euch das selber. Der Roman und ich haben keine Muße mehr, für irgendeinen, der ohnehin nicht aktiv ist, noch mehr Zeit zu investieren als notwendig. Deswegen jetzt auch genug selbstverliebt geredet. Der Roman steigt wieder ein, wenn es was gibt. Baba. Ja, da stehen wir jetzt. Einmal mehr, der Plan gibt's her, in der Tiefgarage von Meurerberg. Nachdem euer Einsatz hier eh so unglaublich fulminant ist und unsere Videos sich dementsprechend rasant verbreiten, Reaktionen auf Wahnsinn sind und so weiter, haben wir jetzt gesagt, gönnen wir uns ein bisschen egoistischen Spaß. Hier soll es heute eine Europark 10er Dusche geben, das schauen wir uns an. Ihr wisst ja, für uns sind die Zeiten hart. Und ja, der Roman steigt dann ein, wenn wir die Zehnerdusche gefunden haben und wir Näheres rausgefunden haben. Ich hätte einfach gesagt, wir gehen mal in den Shopping-Tempel. Ihr wisst, der schnöde Mammon. Ups, das ist jetzt irgendwas Jüdisches, gell? Das war jetzt gar nicht politisch gemeint. Jedenfalls, ihr wisst, Geld ausgeben. Haben wir ja den Monat noch nicht und deswegen setzen wir den Oktober einfach einmal ein bisschen so weiter fort und gut ist es. In Anbetracht der Tatsache, dass der Wöginger heute einmal recht hat und keine Einkaufswagen mehr draufstehen, der Roman hält fest, und die Tiefgarage relativ gut gefüllt ist, gehe ich davon aus, dass sich diese 10er Dusche über die Landesgrenzen hinaus verbreitet hat. Oder aber der Österreicher hat jetzt einfach wieder das Klopapier kaufen für sich entdeckt und rennt deswegen in die Einkaufszentren. Bei Krisen macht der Österreicher das ja recht gern. Also wir haben das ja schon bei einem nasal auftretenden Virus gehabt und jetzt haben wir es quasi wegen Militärkonflikt. Man sieht eine Rolltreppe, jeder bleibt blöd stehen, weil einen Schritt zu machen wäre zu viel. Und natürlich auch mit Abstand, da schleppen wir uns jetzt hinten an und vorne auch ein bisschen mit. Läuft. So. Da steht nur der 10er drauf und nicht die 10er Dusche. Das ist der 10er Gutschein. Genau. Wo haben wir denn die Brot und Spiele? Ich hätte mal gesagt, da vorne ist doch schon was aufgebaut und macht dann Lärm. Also da geht es um Skifahren. Um was geht es da? Um Retourneier. Also da wird Ski gefahren im Sommer, man kommt keinen Meter weiter, so wie im echten Leben. Man möchte viel voranbringen, aber geht keinen Schritt voran. Und jetzt suchen wir uns erstmal Brot und Spiele. So. Wissen Sie, wo die 10er Dusche ist? Ich hätte bei der Information gefragt. Aber der arme Kerl, das ist eine Aufgabe, es ist irgendwelche Wagen zusammenzuschieben, hat ja eventuell auch einen Plan.
So, Meet and Greet Biathlon, der interessiert uns nicht, aber da haben wir jetzt schon. Na, das ist nur wofür er gilt. Viel Spaß. So. Da macht man Biathlon Trockentraining sozusagen. Ja, das ist so wie was der Palästina, da wo man den kleinen Kindern beibringt. Oder auch den Israelis auf beiden Seiten den Kindern mit Waffen beibringt, sein Land zu befreien. Du, ich persönlich halte es gar nicht schlecht. In Zeiten, wo Scholz in Deutschland erklärt, es ist Aufgabe des gesamten Volkes, die israelische Bevölkerung zu schützen, weil es quasi das deutsche Staatsgefüge offensichtlich nicht mehr kann, finde ich es gar nicht so schlecht, wenn das Gewaltmonopol des Staates fällt und sich die Bürger, also die, die da immer auf der Couch sitzen, nichts tun und sagen, ich allein kann ja eh nichts tun. Ne? Und das millionenfach, genauso deppert wie in Österreich, wenn die vielleicht einmal quasi das Gewaltmonopol ein bisschen aufweichen und die Leute es wieder selber anfangen für ihr, weiß ich nicht, freies Dasein gerüstet zu sein. So, jetzt schauen wir uns das mal an, um was da geht. Da haben wir jetzt die Zehnerdusche. So, der geht dann aus Salzburg, ist der nächste. Ach so, Zufall aus Salzburg gleich. Ich habe gedacht, am Anfang, ganz ehrlich, es wird gar nicht so viel werden. Aber die hat sich die große Schenke gestammt. Ganz in Ruhe hat sie noch gearbeitet. Also das sechs für sowas sind die Menschen in Zeiten der Teuerung zu begeistern. Sie können sich zwar keine Lebensmittel mehr als einen vollen Einkaufswagen leisten, müssen ein bisschen mehr Strom und Gas zahlen. Darum nutzt man das aus, ins System einmal die Zehnerdusche zu kredenzen, weil Kaltduschen ist ja auch zu Hause angesagt, oder? Ich bin grundsätzlich großer Fan vom Kaltduschen. Wer sich ein bisschen anschaut, warum die Schotten kriegerisch und, wie soll man sagen, zeugungsfähig sind, dann geht es auf den Kind zurück. Also Kaltduschen ist gut für die Durchblutung, ist gut für die Manneskraft, alles gut. Man sieht halt, dass das auch wieder Gutscheine sind, die ihr einsammelt, so bleibt der Mammon intern gefüttert und man füttert nicht irgendeinen Konkurrenten dann mit dem Geld. Ja, also grundsätzlich hätte ich überlegt, da eventuell heute mir auch ein paar extra Euros in Gutscheinform zu ergattern. Aber wenn ich sehe, dass man da so einen lustigen Werbeoverall anziehen muss, eine Schutzbrille tragen muss und dann da gefilmt wird, muss ich sagen, gib ich mich für so eine Aktion nicht her. Das heißt, der Roman und ich werden jetzt quasi ein bisschen an Fisch essen gehen, weil ich noch, dafür auch noch Gutscheine habe. Dann werden wir unabhängig von der Sache quasi ein bisschen einkaufen und werden dem Volk hier sitzend mit der Österreich-Flagge weiterhin viel Erfolg wünschen. Ja? Hey, Gerhard, ich würde das super machen, gratuliere. Hey, ganz in der Ruhe, Stark, Herr Gerhard, was ist dein Beruf? Was machst du? Pensionist. Na ja, auch. Ja, Pensionist. Habt ihr es gehört? Pensionist, ja, ja. Man möchte ja die Pensionisten wieder ins Arbeitsleben zurückführen. Das ist bei so kleine Arbeit für ihn gewesen. Hackeln bis zum Umfallen, aber für seine Lebenszeit keine Zeit zu haben. Naja, das da wird ja voll gespart. Nein, da muss man natürlich fairerweise sagen, ja, unsere weitsichtige Politik der letzten Jahrzehnte konnte ja nicht wissen, dass wir auch ohne einen Coronavirus und ohne eine Pandemie inzwischen in der Lage sind, unser Gesundheitssystem zum Kollabieren zu bringen. Wir konnten ja nicht wissen, dass die Menschen trotz mehrfacher Boosterung vielleicht doch ein gewisses Alter überleben und dann plötzlich dem Sozialsystem auf der Tasche liegen. Ja? Und nachdem man ja quasi Geld an allen Ecken und Enden rauswirft, hätte, wie gesagt, dass es bei den Herkulesmaschinen nicht so ist, haben wir heute schon besprochen. Aber wie gesagt, nachdem man das halt so praktiziert hat, beziehungsweise weiterführend so praktiziert, finde ich es gar nicht schlecht, dass man da langsam darauf hingeht, das Pensionsalter bei uns einfach nach hinten zu verschieben und bei denen, die jetzt schon in Pension sind, einfach sagt, nein,
wenn Sie das Leben jetzt nicht leisten könnt, geht es auf einen Burger bei McDonald's, und wenn Sie es dann immer noch nicht leisten könnt, dann geht es einfach her und geht es halt einfach wieder in Teilzeit oder sonst was hackeln. Ich finde das total toll. Ich bin sowieso der festen Überzeugung, Arbeit hält den Menschen ja geistig fit und körperlich fit. Deswegen sollte eigentlich jeder wirklich hackeln, bis er tot umfällt. Und wir würden dann einfach die Bestattungen auch wegstellen, weil ich weiß nicht, so kein Platz und so weiter, Verbrennung schlecht fürs Klima, Einbuddeln schlecht fürs Grundwasser, Holzsärge kostet auch. Hätte ich einfach gesagt, jeder kriegt dann so ein ökologisch wertvolles, wiederverwendbares Plastiksackerl, und mit dem wirst du dann einfach einmal irgendwo ins Meer gekippt oder, weiß ich nicht, in irgendein Erdloch oder so, ein bisschen Kalk drauf, wenn es ist, und dann hast du quasi als Staatsbürger dein Staatsbegräbnis, das Sackel wird wiederverwendet, das läuft schon. Und wenn der Europakt gnädig ist und so wie heute, der Wöginger hat recht, einmal halbwegs voll ist, dann geht man da einfach her und klappt ein paar Zehnergutscheine zusammen. Im passenden Overall und mit Moderation. So, da ist jetzt nicht so viel los, da gehen wir jetzt mal essen holen. Und wer einen Job braucht, ich mache mir kurz Jobvermittlung bei der Billa. Ich bin froh, dass ich da so wieder mehr hackeln darf. Wir möchten schon seinen Ruhestand genießen, gell? Genau, so schaut's aus. Pensionisten ade. So, wir sind ja öfters da beim Essen gewesen und man kriegt ja immer ein bisschen andere Gläser. Die sind eigentlich kleiner. Da sieht man mal, dass man für den Normalpreis, so was so eine Cola immer überall kostet, eigentlich weniger kriegt, weil die 04er Marke ist schon mal nicht da drinnen dabei. Schaut ziemlich dürftig aus. Das war schon, wer da einen großen Zug dran gemacht hat, bei Elvis auch. Also wenn man mit dem Preis nicht rauf geht, dann geht man einfach mit der Menge runter. Ich habe es gerade erwähnt, wie dürftig eigentlich so eine Cola ist für den Preis. Ja, da werfen wir sie jetzt ganz ehrlich gesagt für zwei Essen und ein Getränk tatsächlich nicht beschweren, weil das kostet gerade 15 Euro. Du musst ja mit der Ermäßigungskarte zahlen, ja, aber das geht ja, ja, selber raus. Also wie gesagt, das könnte, regulär. Das könnte schlimmer sein. Ja, regulär ist, wäre es erwartet. Ja, ist er. So, da hast du dann einmal für Schreck, kannst du ja erwarten. Es kommt nicht jeder mit einem Gutschein daher und kriegt dann dasselbe.